Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute gibt es für euch 10 Arten von Fohlen, aber das mache ich nicht alleine, sondern das ist eine Kooperation mit Lioness Hashtag Love. Also ich mache halt 5 Arten und sie macht 5 Arten. Wenn ihr euch auch mal ihren Kanal anschauen wollt, findet ihr den in der Infobox. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir legen los. Viel Spaß mit dem Video. Erstens. Das neugierige Fohlen. Mami? Ja, mein Schatz? Was ist das da vorne? Das sind Äpfel. Und Mami, was ist das hier? Das ist ein Salzleckstein, Süße. Oh, wie cool! Und Mami, wer ist das hier? Das ist Mausi. Oh mein Gott, hallo, schön dich kennenzulernen. Aber du kennst mich doch. Ach, Mausi, spiel einfach mit. Sie ist halt ein neugieriges, aufgewecktes Fohlen und muss immer beschäftigt werden. Und Mami, wer ist das da? Ich bin... Das ist Bonnie. Aber sag mal, es wird langsam spät. Du solltest wirklich mal schlafen gehen. Ich werde nie schlafen, denn ich bin neugierig und will diese Welt entdecken. Ich will alles wissen, was es hier auf der Welt gibt. Zweitens, das besserwisserische Fohlen. Ah, meine Nase juckt. Sonja, das heißt nicht Nase, das heißt Nüstern. Meine neue Schweiffrisur steht mir auch blendend, guckt mal. Cookie, das nennt sich Mähne, nicht Schweif. Und oh Leute, ich habe da noch so eine Geschichte da, wo meine Mutter mit mir schwanger war. Oh Mann, Sula, sie war nicht mit dir schwanger, sie war trächtig mit dir. Oh mein Gott, Foxy, wenn du doch alles besser weißt, dann hör auf, dich mit uns zu unterhalten, denn es nervt, die ganze Zeit verbessert zu werden. Ja, ist echt so. Ich meine, wir sind noch Fohlen, wir wissen noch nicht so viel. Und wenn du schon so viel weißt, dann musst du damit nicht angeben. Ja, genau, weil auf Besserwisser habe ich jetzt echt keine Lust. Drittens, die besten Freundinnen. Oh mein Gott, und dann hat er einfach so gemacht. Oh mein Gott, wie witzig. Was ist da bitte los? Ja, über was lacht ihr? Hä, kapiere ich nicht. Tja, das könnt ihr auch nicht kapieren. Das ist ein Insider zwischen mir und Linda. Ja, genau, wir sind nämlich beste Freundinnen und wir haben Insider, die versteht nicht jeder. Oh, sorry, dass wir gefragt haben. Na, und dann hat er noch so gemacht, so, und ich bin dann so rückwärts gelaufen. Er ist immer auf mich zugekommen, dann bin ich auch vorwärts gelaufen auf ihn zu und hab auch gemacht. Und dann habe ich mich totgestellt und das hat er mir abgekauft und ist davongelaufen. Echt, Linda? Okay, voll die gute Taktik. Muss ich nächstes Mal auch probieren. Hey, Linda, hast du Lust auf Huckepack? Ja, voll. Und hab... Oh, au. Och Mann, was treibt ihr denn schon wieder? Wir sind halt beste Freundinnen. Das passiert uns halt. Viertens, das verfressene Fohlen. So, yay, ich hab's geschafft. Ich bin ausgebrochen. Okay, was mache ich nun jetzt als erstes? Oha, Futter. Lecker Äpfel. Und oh, leckerer Salat. So, dann bin ich hier mal fertig. Dann gucke ich mich hier nochmal um. Oh, lecker. Das ist das Zusatzfutter von Brownie. Okay, jetzt bin ich mit allem hier oben fertig. Dann gehe ich mal zu den anderen Pferden nach unten. Die haben bestimmt noch was zu fressen. Oh, hi Socke. Ich glaube, ich darf mich auch mal bei dir am Futter bedienen. Gleich geschafft. Lecker. Socke, da klaut dir gerade jemand dein Futter. Oh, echt? Hey, du da! Was? Ich? Geh sofort weg von meinem Futter! Ja, Entschuldigung. Ich habe Candy gar nicht bemerkt. Wir waren so im Gespräch, da habe ich wirklich nichts mehr anderes wahrgenommen. Hey, pst, Caramello, krieg ich was in deinem Futter? Wie wär's mit Nein? Okay, schade.
Ach, Candy, da bist du ja, du Ausreißer. Ich hab dich schon überall auf dem Hof gesucht. Du kommst jetzt erstmal wieder mit zu deinem richtigen Platz. Och nee. So, dann komm. Fünftens, das Freche. Hey, Kalistro. Hallo, Cookie, was ist denn? Du siehst heute echt? Echt was? Hässlich aus! Cookie, dann hast du jetzt schon zum dritten Mal gebracht. Und ich sage dir wieder, hör auf, so frech gegenüber älteren Pferden zu sein. Ich soll aufhören? Ich soll aufhören? Vergiss es. Ey, du, weißt du was? Deine Zöpfe sehen heute richtig komisch aus. Einfach ignorieren. Ist nur ein freches Fohlen. Alles ist okay. Hey, Kleopatra, und du siehst heute auch richtig blöd aus. Wie bitte? Was habe ich da gerade gehört? Kleopatra, einfach ignorieren. Der sagt es zu allen. Das ist halt so ein mega freches Fohlen. Also ganz ehrlich, ich bin hier nicht diejenige, die hässlich aussieht. Wenn dann, dann bist es du. Und ganz ehrlich, was gibt dir eigentlich den Anlass, einfach so Pferde zu beleidigen? Kleopatra, lass gut sein. Drehen wir uns einfach um und ignorieren den. Ja, du hast richtig gehört. Du bist hässlich. Ganz ehrlich, du Kleine, du gehst mir langsam auf den... Kleopatra, ruhig. Oh, Campari, ja, du hast recht. Ich glaube, mit dem sich zu streiten bringt's echt nicht. Ich drehe mich jetzt auch einfach rum und ignoriere den, auch wenn's mir schwerfällt. Gut gemacht. So ist es okay. Hey, wir waren doch noch gerade in einer Diskussion. Ach, Mann. Da muss ich wohl andere Pferde nerven. So, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein kostenloses Abo freuen. Und vergesst nicht, bei Lioness-Hashtag-Lore vorbeizuschauen. Wie gesagt, ihren Kanal findet ihr in der Infobox. Und ja, dann würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.